Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Justice for All. Im letzten Part habe ich euch gefragt, ob es einen Weg gibt zu beweisen, dass das auf dem Bild nicht Maya Fey ist. Und ja, wir werden es jetzt sehen. Es gibt einen. Ich kann es beweisen. Euer Ehren! Oh, das Feuer ist in ihren Augen zurückgekehrt. Dieses Bild. In diesem Bild liegt ein Widerspruch zu allen bisherigen Aussagen. Ein Widerspruch? Also, du glaubst, ein Problem mit dem Bild entdeckt zu haben? Dann mal los! Warum zeigst du dem Gericht nicht, was an dem Bild nicht stimmt? Und wenn er die Beweise angeschaut hat, ist es dieser Ärmel. Nimm das! Bitte wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit hierauf. Auf den Ärmel? Aber da ist nichts Seltsames dran. Und das ist genau das, was so seltsam ist. Etwas, das dort sein sollte, fehlt. Dort sein sollte? Es gibt ein Einschussloch im Ärmel des Kostüms der Angeklagten. Wenn dem so ist, sollte es sich auf dem Bild auch zu sehen sein. Frau von Karma, Sie haben versucht, diesen wichtigen Beweis zu verheimlichen? Dafür werden Sie auf jeden Fall eine Strafe erhalten. Nun gut, das sollte Ihrer Argumentation einen herben Schlag versetzt haben. Feiere noch nicht. Du ziehst die Stimmung gern runter, oder? Zieh dir Frau von Karmas Gesicht an. Sie hat schon wieder dieses herablassende Lächeln im Gesicht. Schon wieder freudige Schüsse gezogen, euer Ehren. Ich möchte mich dafür diese inkompetente Dummköpfe entschuldigen. Wie meint sie das? Welche inkompetenten Dummköpfe? Hätten die Dummköpfe in dem Revier das Einschussloch nicht übersehen, hätte ich einen Bericht darüber erhalten. Da dies nicht so war, konnte ich den Wert dieses Bildes für den Fall nicht erkennen. Ich verstehe. Sie wirkt ohne rot zu werden, ich weiß es genau. Diese Frau wusste von all dem. Den Einschussloch, dem Bild, von allem. Aber du kannst es nicht beweisen. Franziska von Karmas Idee von einem perfekten Fall ist wirklich faszinierend, oder? Euer Ehren, das besteht kein Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn eine Strafe angeordnet wird, werde ich dafür sorgen, dass der Inspektor sie erhält. Oh nee, nicht Inspektor Gamshow. Bei der nächsten Gehaltsbesprechung wird er mit den Zähnen knirschen. Armer Gamshow. Auf jeden Fall ist das ein sehr großes Problem. Als man die Angeklagte verhaftet hat, war in ihrem Ärmel ein Einschussloch. Auf dem Foto aber war das dort unmittelbar nach der Tat wohl keines. Der Richter ist wegen dieser seltsamen Wendung des Falls verwirrt. Das ist deine Chance, Phoenix. Du musst alles auf eine Karte setzen, okay? Verstanden. Sieh her, Maya. Euer Ehren. Es gibt nur eine logische Erklärung für diesen Widerspruch. Das Bild ist gefälscht, das Loch wurde später gemacht. Jemand anderes hat es... hat geschossen? Achso, ja, jemand anderes hat geschossen. Der Ärmel der Angeklagten hat ein Einschussloch. Bei dieser Person ist das jedoch offensichtlich nicht der Fall. Dafür gibt es nur eine mögliche Erklärung. Nicht die Angeklagte erschoss Dr. Gray, sondern eine andere Person tat es. Was? Ruhe. Wenn keine Ruhe einkehrt, werde ich dieses Verfahren vertagen. Aua! Warum ich? Die Argumente der Verteidigung sind vollkommen wertlos. Vollkommen wertlos? Das kann ich nicht so sehen. Bitte klär mit uns auf. Hey, Zeugin! Was zur Hölle? Ist das eine Art, ein Mädchen eingefallen zu bitten? Sei ruhig! Du hast gesagt, dass nur zwei Leute den Raum betraten. Nun, weißt du... Wenn du gelogen hast, wird meine Peitsche das Letzte sein, was du siehst. Hör zu, Schwester. Du siehst ziemlich unheimlich aus, also warum... Ich schwöre, ich habe nicht gelogen oder so. Da war keiner drin, ehrlich! Siehst du, jetzt entschlüsseln mir das Phoenix Wright. Wohin verschwand die Angeklagte? Und woher kam diese andere Frau? Warum ist mir in letzter Zeit dauernd zum Heulen zumute? Nun, wenn diese Person auf diesem Bild nicht angeklagt ist, dann ergeben sich daraus zwei große Fragen. Erstens, wohin verschwand die Angeklagte? Und zweitens, woher kam diese Person? Ganz genau, los, beeil dich mit der Antwort, Phoenix Wright. Komm schon, ich reiß sie zusammen, Phoenix Wright. Ich kann nicht fassen, dass sogar Mia mich mit vollem Namen anspricht. Aber, ich meine, wie soll ich denn sowas beweisen? Hast du schon genug, Phoenix Wright? Oder glaubst du, du hast genug Mumm, um die Sache noch einmal zu wenden? Die Sache zu wenden?
Naomi hat immer alles von allen Seiten betrachtet, für eine andere Perspektive. Phoenix? Also, woher kam diese Eindringlinge und wohin ist Maya verschwunden? Oh, kurz zuletzt, ich muss mir die Situation aus einem anderen Blickwinkel ansehen. Mal sehen, was wenn die dritte Person schon im Raum war, als wir die Tür aufbrachen. Wenn Maya das Zimmer irgendwie verlassen hatte. Wenn ich beweisen könnte, dass eines von beiden stimmt. Herr Wright, lassen Sie hören, was Ihnen dazu eingefallen ist. Ich schätze, dass Folgendes passierte, bevor wir den Beschwörungsraum betraten. Eine dritte Person war drin, Maya hatte den Raum verlassen, ich kann es nicht erklären. Eine dritte Person war drin. Euer Ehren, ich möchte einen Beweis vorlegen. Ich habe Beweise, dass jemand anderes im Raum war, bevor der Mord geschah. Nee, die Fotos werden es wahrscheinlich nicht sein. Warum sind die jetzt so kurz in Lex? Das nervt. Warte, ich mach mal kurz die Lex weg. So, ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. So, warte, ich habe weiß, was mit anderen Raum, bevor der Mord geschah. Der lebt aber noch. Gott, Gott. Bandschirm oder Schlüssel? Bandschirm, Schlüssel, Bandschirm. Von der Seite schieße ich mal alles aus. Das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Kartfernwesen. Nein, nein, nein. Das Magatama auch nicht, das Karte vom Tatort auch nicht und der Zeitungsausschnitt nicht. Ich würde mal sagen, Bandschirm. Nimm das! Bitte sehen Sie sich das hier an. Falsch. Okay. Ich habe es bereits gesehen. Danke. Und? Was ist der Zweck dieses Gegenstands? Erkennen Sie das nicht, euer Ehren? Ich glaube nicht, dass du weißt, was du tust. Ich denke, dass er das Gerücht über sie säufen sollte, Herr Wright. Ach, das tat weh. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz das überlegen. So, ich hoffe mal, dass es jetzt besser klappt. Habe jetzt bei denen diesen nochmal neu angemacht. So. Oh, das tat weh. Was? Achso, nee, nicht speichern, das hatten wir doch gerade. Weiteren Beweis vorlegen. Aber denken. Ich denke, ich gehe falsch an die Sache ran. Ich muss neu ansetzen und auf andere Weise darüber nachdenken. Was, wenn die dritte Person schon im Raum war, als wir die Tür aufmachen? Wenn Maya das Zimmer irgendwie verlassen hatte. Herr Wright, lassen Sie hören, was Sie zu sagen haben. Maya hatte den Raum verlassen. Die dritte Person war drin. Liegt immer noch. Ach Gott. Das wird der schlechte Schlüssel gewesen sein, sonst weiß ich es auch nicht. Eine dritte Person war drin. Vorspulen, so. Nimm das, weil sie jetzt ja nicht rauskommen können. Bitte sehen Sie sich das hier an, ja, okay. Dass jemand schon vorher drin war. Achso, die Karte vielleicht? Nimm das! Hörst du auch nicht? Moment. Ich muss nochmal überdenken, was war das dritte? Kann es sein, dass ich kann es dir erklären sagen muss? Ein Safe Set. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht. Siehst du? Und der Grund dafür ist sehr einfach. Es gibt keine Erklärung darum. Wie ich es mir dachte. Wieder nur eine große Zeitverschwendung. Phoenix, du kannst es nicht so einfach aufgeben. Aber Mia! Denk noch einmal darüber nach. Es muss eine Erklärung geben. Ich bin bereits perfekt. Darum sind natürlich auch meine Schlüsse perfekt. Na gut, Wright, beruhig dich und versuch es noch einmal. Warum bin ich so glücklich? Okay, man muss es beweisen können, okay. Ja.
Was könnte es sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Warte mal. Ist es jetzt vielleicht Mimi? Ich weiß es ja nicht. Ach nee, die wird ja nur... Oh, nee, die wird gar nicht verweisen. Mia war... Maya war... Es war schon anders im Raum oder Maya zu den Raum verlassen. Okay, nochmal genau durchgehen jetzt hier. Also die Amazonke ist nix. Das würde nichts von beiden beweisen. Vielleicht, und zwar, dass Maya ins Nebenzimmer gebracht wurde. Weil wir wurden ja rausgebracht. Das könnte vielleicht sein. Maya ist mal ganz haben wir eher nicht. Mm-mm. Hatten wir. Nee, dann lege ich jetzt noch einmal was vor und sonst gucke ich jetzt nach. Das ist ja... Ich will jetzt nicht jahrelang dran sitzen. Das ist ja unglaublich. Was wollte ich vorzeigen? Hier, Karte Fernwesen. Nimm das. Okay, ich weiß es nicht. Dann weiß ich es wirklich nicht. Okay, dann sehen wir uns gleich mit der Antwort. Na, toll. Ja, also, ne, ich bin ein bisschen traurig. Nochmal drüber nachdenken. Wir hatten schon mal von Mia den Tipp bekommen. Was ist der Schlüssel zu diesem ganzen Fall? Achso, oh, und wie ein dummer Dummkopf dumme Gesichter macht, während er dumm träumt. Maya Fey wurde von ihrer Tante Morgan Fey betreut. Die Chance, dass sie den Tata verlassen hat, ist geringer als Gamschus Lohn. Oh Mann. Zeigen Sie uns trotzdem die Beweise. Beweisen Sie, dass die Anklage zwischen Mord und Festnahme den Raum verließ. Was ist der Schlüssel? Ja, naja, der Schlüssel zu dem Schlüssel. Der Schlüssel zu dem Fall ist der Schlüssel. Nimm das! Frau Hart, erinnern Sie sich an diesen Schlüssel? Nun, ich sah ihn. Hey, das ist der Schlüssel zum Beschwörungsraum, oder? Vor der Beschwörung schloss Maya die Tür damit von innen ab. Die Anklagte verschloss die Tür selbst. Ja, darum bekamen wir die Tür nicht auf. Dieser Schlüssel ist immerhin ein Einzelstück. Oh, ein Einzelstück, sagen Sie? Moment, Phoenix Wright? Ja, es scheint, als steige sie langsam dahinter. Ich habe Angst zu fragen, aber warum ist dieser Schlüssel zurzeit in deinem Besitz? Hä, wie meinen Sie das? Wenn Maya Fey sich selbst eingeschlossen hat, sollte sie den Schlüssel gehabt haben. Ja, genau. Sie hatte den Schlüssel bei ihrer Verhaftung, aber nicht mit bei sich. Ah, na, ist das nicht ein Hammer? Also, warum hast du ihn? Ich habe ihn von einem bestimmten kleinen Mädchen geschenkt bekommen. Und dieses kleine Mädchen war zu dieser Zeit nicht in der Nähe des Tatorts. Das ist lächerlich. Das bedeutet, dass Maya Fey den Raum verlassen haben muss. Hätte sie es nicht, dann könnte ich den Schlüssel, den Sie hier sehen, nicht haben. Nein! Es scheint, als stecken wir in einer Sackgasse. Dieses Bild hat eindeutig das Gesicht des Mörders festgehalten. Aber ist diese Person die Angeklagte oder nicht? Die Verteidigung behauptet, dass diese Person nicht die Angeklagte sei. Weiterhin wurde als Beweis dafür dieser Schlüssel vorgelegt. Frau von Karma. Wie kann das sein? Zu diesem Zeitpunkt ist ein Urteilsspruch über die Angeklagte unmöglich. Mein perfekter Fall. Wie kann da ein Makel mit meinem perfekten Fall sein? Glaub nicht, du hättest schon gewonnen, Phoenix Wright. Ich bin ein Wunderkind. Ich habe noch nie einen Fall verloren. Und ich werde dich in diesem Gerichtssaal gegen einen Dummkopf wie dich verlieren. Es ist mir egal, was ich dafür tun muss. Ich werde meinen Schuldspruch kriegen. Das reicht. Wenn Sie damit weitermachen wollen, tun Sie es im Vorraum. Das Gericht wird morgen um 10 Uhr wieder zusammenkommen. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. 21. Juni, 13.32 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Wow, du warst das, Pearly. Du hast meine Schwester beschworen? Ja, ich dachte, ich muss es tun.
Großartig, Pearly. Ich wusste, du bist etwas Besonderes. Hey, Nick, wusstest du das? Ja, es sah nicht so, als hätte jemand anderes das tun können. Nick? Ich weiß, dass du dich wirklich angestrengt hast und alles, aber ich kann mich nicht daran erinnern, den Raum verlassen zu haben. Und ich glaube nicht, dass eine dritte Person in dem Raum gegangen sein könnte. Ja. Nun, zumindest haben wir bis morgen Zeit, um die Sache herauszufinden. Zum Beispiel, was in dem Raum geschah. Ja, ich verlasse mich auf dich. Ich beneide euch zwei. Oh, apropos Nick. Könntest du Pearly für mich nach Hause bringen? Sicher. Na gut, Pearls. Bist du bereit, so ein paar Fahrkarten zu kaufen? Hä? Fahrkarten? Armes Ding. So behütet aufgewachsen. Fortsetzung folgt.